Okay, genau, Holzschrank. Raus mit der Werkbank. Aufgangplanungskit, genau. Hier errichten, nee. Ah, mir fehlen die nötigen Materialien gerade. Erstmal gucke ich kurz, wo ich meinen Holzschrank habe. Da. Wenn du Holz brauchst, ich habe Holz. Okay, ich denke, dass ich im Lager auch genug Holz haben sollte. Aber danke. Okay, ich gehe mal kurz Holz holen. Oh, okay. Brotanemone, Zwiebel. Und hier ist ein Geschenk. Stimmt, Dokumentenstapel. Ins Lager. Okay. Dann kümmere ich mich kurz um den Holzschrank und danach gehe ich wieder rüber zu Nuki und wir schauen dann, was passiert. Ich hatte ja neulich 3 Häuser gebaut gehabt. Und die sollten wir uns auch angeschaut haben. Holzschrank herstellen. Der Holzschrank ist fertig. Genug fürs Erste. Ich nehme mich mit, bevor ich dich vergesse. Krass, ich habe jetzt hier so ein Service Center am Start. Ist doch nice. Das bedeutet, ich komme voran. Stabby by step. Oh, Melinda sitzt jetzt da hinten. Ah, Kanscha. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Der Bastelkurs? Oh, Kanscha, du hast deinen Holzschrank dabei? Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, ihn umzugestalten. Du erhältst gleich die notwendigen Umgestaltungssets von mir. Stell dich bitte zunächst an die Werkbank. Ja. Also, dein Holzschrank ist bereit, hm? Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Ich habe dir einige Umgestaltungssets in deine Tasche gelegt. Probiere das Umgestalten doch gleich mal an deinem Holzschrank aus. Okay. Helles Holz, weißes Holz. Oh, wie wunderschön. Das meint man also mit der Umgestaltung. Kirschholz, dunkles Holz, schwarz, blau. Oh, das sieht auch interessant aus. Aber hier, das hat mir gefallen. Kirschholz. Ist ja nice. Alles, was ich benötige, sind deine Materialien. Ja, ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt, ja? Oh, nice. Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Herauszufinden, welche Items du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zur Umgestaltung angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun mach erstmal deine Pause, hm? Du hast sie dir verdient. Okay, nice. Ja, ich muss zugeben, dass die letzten 50 Minuten ziemlich produktiv waren, oder? Was sagt er jetzt? Du bist ja voller Tatendrang. Also folgenderweise könntest du dich in die Sache einbringen. Unser Service Center ist ja jetzt in einem herrlichen Gebäude situiert und den Platz kennst du ja ebenfalls. Letzterer wäre wirklich der perfekte Ort für größere Veranstaltungen, wie zumindest ich mal fände. Eigentlich kaum zu glauben, wie aus einem unbewohnten Einland ein solch schöner, belebter Ort geworden ist. Und genau diesen Umstand will ich gebührend feiern, weißt du? Ich habe Großes vor, glaub's mir. Gigantisch, gewaltig, Großes, hihi. Erzähl mir mehr. Oha, oho, habe ich da etwa dein Interesse geweckt? Dann Ohren auf, die Sache ist so einfach wie pikant. KK, den Musiker, um den geht's. Den Schneif, laden wir zu uns nach Joy Island ein. Und dann gibt er ein Konzert und, Kanscha, du weißt doch sicher, wer KK ist, oder? Das ist doch dieser Hund.
Dein Geschmack spricht für dich, Kanscha. Wenn bei uns mal Karaoke ist, gibt's für mich beim AK Tagelied ja auch kein Halten mehr. Huch, verzeiht den Ausbruch an Begeisterung. Bin eben ein großer Bewunderer von ihm. Jedenfalls wäre es spektakuläre Publicity for Joy Island, wenn KK hier einen Auftritt hätte. Nicht, dass unsere Insel nicht jetzt schon ein Juwel der Lebensqualität wäre, aber nun ja, ein KK-Konzert wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Eiskaffee der kulturellen Relevanz. Und da wollte ich mal bei dir fragen, Kanscha, ob du mir bei der Sache nicht beistehen könntest. Sowas von ungern. Falls du mehr erfahren willst, frag mich einfach, was soll ich tun, ja? Dann erzähl ich dir alles. Okay, ich frage ihn zum letzten Mal. Oha, gehe ich recht in der Annahme, dass du eingeweiht werden willst in meinen großen Plan? Wie wir KK hierher locken können, um ein Konzert zu geben? Projekt K. Kanscha? Wie ich es nenne. Mein brillantes Vorhaben ist in drei Schritte aufgeteilt. Schritt 1. Mehr Besucher, je bekannter unsere Insel ist, desto effizienter unsere Strategie. Schritt 2. Mehr Bewohner. Fast dasselbe, bloß müssen sich die Leutchen auch bei uns einnisten. Diese beiden Schritte sollten aus Joy Island einen Ort von kultureller Bedeutung machen. Was dann Schritt 3 zur Folge hat. KK hört von Joy Island, ist angetan und tritt hier auf. Und da wir zuallererst mehr Besucher brauchen, sollten wir auf unserer Insel einen Campingplatz einrichten. Da können die Leute ungezwungen urlauben, sich einen Eindruck von unserer schönen Insel verschaffen. Jetzt muss ich daran denken, wie ich eine Zeit lang Brezeln verkauft hatte. Das sah so ähnlich aus, wie Nook das erzählt hat. Und auf diese Art viral für eine Image-Steigerung der Marke Joy Island sorgen. Wärst du so freundlich und würdest kurz dein Nook-Phone aus der Tasche nehmen, Kanscha? Einen Augenblick, ja, habe ich. Oh, mein Controller vibriert. Und erledigt. Jetzt hast du eine Anleitung für ein tolles Campingplatz-Baukit. Sei doch so gut und markiere mit diesem Kit einen Ort für den Campingplatz, ja? Viel Vergnügen. Ah. Bitte zögere nicht, mir zu sagen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das war interessant. Ja, kein Problem. Kein Problem. Okay, was war eigentlich mit Harvey? Ich war ja neulich bei Harvey. Kann mich irgendwie daran erinnern, dass er meinte, komm wieder vorbei oder so. Vielleicht gibt es da noch Aufgaben. Okay, ich habe hier noch zwei Sachen. Hier vielleicht. Ich habe ja gerade was bekommen. Ich habe doch noch was bekommen. Das Plateau ist hier zu zerklüftet. Wie wär's mit hier? Nee, ich glaube, hier ist das nicht so gut. Okay. Mal überlegen. Also, ich würde jetzt erstmal gerne kurz bei dir vorbeischauen wollen. Will ich jetzt auch nicht allzu lange warten lassen. Und danach kann ich mich ja noch darum kümmern. Dann schauen wir uns deine Insel an. Bist du denn bereit? Du musst den Aufgang irgendwo hinstellen, wo du eine Treppe haben möchtest. Ja, okay. Danke, dass du das sagst. Umgestaltungssets. Nice, das ist wichtig. Oh, hier ist ein Fossil. Ja. Ups. Schaufel erstmal wegpacken. Das ist die Verkaufskiste. Soll ich etwas verkaufen? Na, ich habe gerade nichts zum Verkaufen. Wir gucken, ob ich was kaufen kann. Yo, Jungs, was geht? Hallo, hallo. Willkommen in Nooks Laden. Was habt ihr heute so? Was ist das? Das ist eine Spirituslampe. Der Preis beträgt 400 Sternis.
Ja, nehme ich. Okay. Was ist das? Das ist ein Katzengras. Katzengras? Okay. Katzengras. Oh, das sieht interessant aus. Auch so ein Regal. Das ist ein Werkzeugregal, genau. Ja, nehme ich auch. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Schultisch. Ja, nehme ich auch mit. Was geht, Nappy? Heutiger Top-Ankauf. Der Holzeimer. Wir zahlen den doppelten Preis für Top-Ankäufe. Also bringen sie uns vorbei. Ah, so bekommt man Sternis. Rübenpreise. Der aktuelle Rübenkurs beträgt 41 Sternis pro Rübe. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Was mit den Rüben? Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Oh, was geht, Flora? Hallöchen, Moment mal. Ist es schon so spät, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat? Flap, flap. Lass uns plaudern. Gutes Wetter ist echt das Größte. Da braucht man nur tief einzuatmen und kriegt schon 1000 Songideen. Okay. Die Items, die ich gerade erhalten habe, will ich kurz lagern. Oh, die beiden sind am Arbeiten. Wie schön, Nook ist am Lesen. Wie viel Geld sollte ich denn mitnehmen? 200.000? Ah ne, so viel kann ich doch gar nicht bei mir haben. Oder doch, geht. Geht, geht. In den Geldbeutel. Ja, die beiden Säcke nehme ich erstmal mit. Okay, dann überlegen, ob ich Harvey besuchen soll. Hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Joy Island. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, so, für die Unterlagen müsste ich noch eines wissen. Wo möchtest du hin? Zu Harveys Insel. Es kann gleich losgehen, aber bist du bereit? Hast du, was du brauchst? Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug. Und viel Erfolg. Das ging schnell.